Hi, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Grizzly und heute bin ich nicht alleine. Wir sind heute mit einem alten Bekannten unterwegs und zwar mit Co-Out Outdoor. Hi Leute, ich bin Michael. So, dann wollen wir mal loslegen. Wir gehen heute mal wandern und wenn ihr sehen wollt, wo es lang geht, dann bleibt dran. So, Freunde der Sonne, jetzt geht's los. Die Sonne brezelt schon auf uns herab. Und dann wollen wir mal sehen, wo es denn dahin geht. Also grob mal hier die Map. Vielleicht kennt einer die Ecke hier. Und ich würde sagen, let's go. Hier unser Co-Out hier, der hat ja wieder mal geniale Ideen. Seht euch das mal an hier. Nein, das ist nur ein Skilift. Nein, wir gehen da hoch, aber nein. Ja. Gut, wenn er meint, dass der Weg passt. Gell, Herr von und zu? Wir nehmen jeden Weg. Genau. Ausnahme. Kein Weg ist uns zu schade. Guck dir mal da. Hallo. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Ja. Schön, dein Stativ ist wieder da. Das ist die Hälfte. Ja, immerhin. Die Hälfte ist besser wie gar nichts, oder wie? So eine Sprache. Eine Seilbahn mitten im Wald. Ja, sieht ein bisschen lost aus. Ein bisschen lost-placig. Keine Ahnung, ob die noch benutzt, gewartet oder in Betrieb ist. Da oben liegt ein Ast oben drauf. Achtung, Stolperfalle. Keine Ahnung. Aber auf die Idee muss mal kommen. Sie in den Kasten zu schweißen und dann anschließend Gegengewicht hineinzuschmeißen. Ich wette, der ein oder andere kennt das bestimmt. Vielleicht könnt ihr mir Näheres dazu sagen. Schreibt es mir in die Kommentare. Das wäre nett. Dankeschön. So, wir laufen natürlich jetzt nicht den Rundweg wie hier, aber wir laufen ein bisschen länger. Wir sind da ein bisschen länger unterwegs. Ich zeige euch mal, was hier so ist. Ja, wir sind hier Vogelsberg und Co., klar. Ach ja. Verspricht interessant zu werden und auf die Höhe wollen wir. 733 Meter. Also, here we go, let's go. Also, mein Kollege, wie er gesagt hat, er wollte gedenken. Der Micha hat gemeint, er hält es für dringend nötig, diese abstruse Baustelle zu besuchen. Und er lacht sich da drüben einen Ast ab. Also, ja, das heißt, wir sind eigentlich nur wegen dem Stein hochgelaufen. Ich bin super motiviert. Dankeschön. Alles klar, nein. Wir nehmen das mit Humor und wir laufen einfach weiter und wir haben noch viel, viel vor uns. Weil es geht ja wieder runter, also von daher ein bisschen Motivation, es geht runter. Ja, wir sind draufgegangen. Also. Ich mache mir einen Aktenvermerk. So, weil ihr es seid. Füße, Quelle, rein da. Und es geht aber gut bis nach oben, fast bis zu den Knie. Oh, ist das gut. Und einmal laufen. Klar gibt es hier ein paar Ablagerungen hier drin, aber die stören mich jetzt nicht. Aber richtig kalt, es ist echt hier vorne, es ist echt unfair schon. Oh, ist das kalt. Hilfe. Also, da kriegt ihr echt was geboten. So. Dann mal raus. So, also, wir haben jetzt eine kurze Pause gemacht. Wir befinden uns gerade an der Maybachquelle, ehemals die Bonifatiusquelle. Ursprünglich wurde diese Quelle dafür benutzt, auch das Dorf unten zu versorgen. Heute ist es eine Kneippstelle und ja, wie ihr seht, ich war mit meinen Füßen schon bereits Löcher schon drin. Hab's genossen, die Füße ein bisschen runterkühlen.
Die waren schon am Rauchen vom Laufen. Dann, Micha, wie läuft's? Alles klar? Alles bestens. Dann können wir barfuß laufen, was? Nee, machen wir nicht, aber wir ziehen gleich unsere Schuhe an und gehen weiter, bevor es hier dunkel wird, würde ich sagen. So, ich muss auch sagen, wir geben langsam Gas. Keep going. So Leute, erste Endstation des Tages. 7 oder 8 Kilometer zurückgelegt. Oh, schön, endlich mal was zum Ausruhen. So, wir haben es geschafft. Erste Etappe ist rum. Hier ist die Hütte, hier bin ich und das ist mein Sitzplatz. Und heute wird jetzt noch Bett gemacht, Essen gekocht und dann in die Waagrechte. Gut, ja, im Anschluss zeige ich euch noch ein bisschen, was wir so machen. Wir werden jetzt noch ein bisschen quatschen, ein bisschen abhängen hier. Ja, und dann geht's morgen weiter. Also. So Leute, es gibt jetzt was zu essen. Ach, heiß, ja. Vorsicht, ne? Also, mal gucken, wie es ist. Oh, nicht schlecht. Ein bisschen rauchig im Geschmack, hat was. Ein bisschen die Roulade rein, ein bisschen Wasser rein, damit es nicht zu eng ist und halt eben Vollkornreis. Ja, war zwar schwer wieder herzuschleppen, aber Leute, dann wünsche ich uns mal einen guten Appetit, ne? Haut rein. Morgen allerseits. Ja. Es wird Zeit zum Aufstehen. Oh. Der Kollege da hinten ist schon am Kaffee kochen und der Grizzly pennt noch. Ich habe auch schon abgebaut oder? Furchtbar, Alter. Naja, gut. Dann auf geht's. Morgen. Wir haben mal geschlafen, relativ gut. 12 Uhr eingeknickt, zweimal aufgestanden, aber sonst kann ich mich nicht beschweren. Ich bin noch ein bisschen bärengriesgrämig heute Morgen, aber der Kaffee, der richtet's. Also, wir sind dann jetzt auch schon mit Frühstück fast durch. Ich ziehe jetzt mir noch einen Kaffee hinter die Binde und dann geht's weiter. So Leute, zweite Etappe beginnt mit Micha. Und jetzt los. Hier, zack, zack. Weil der Bär hat so lange Winterschlaf gehalten. Let's go. So, kurze Pause gehabt und jetzt geht's anschließend weiter. Ist ein bisschen warm heute und ja, ein bisschen anstrengend, aber das schaffen wir schon, ne? Also, let's go. Hey Leute, guckt mal hier. Also oft sehe ich Schutzhütten, aber so eine wie diese ist schon Luxus. Da gehen wir mal kurz rein. Müsst ihr mal gucken. Wow. Halt aber. Also selbst wenn hier Unwetter käme, aber definitiv sicher. Kleine Klappen mit Fenstern. Einfach genial. Wow. So, jetzt sind wir angekommen am hohen Rotzkopf und wie ihr sehen könnt, also nichts Besonderes, aber vielleicht mal so allgemein interessant, ein paar nette Antennen hier. Jo, und jetzt geht's weiter. Thank you.
So, wir sind jetzt am Taufstein angekommen. Hier hat einst mal Bonifatius getauft und gepredigt. So steht es auf der Tafel da hinten. Ja, gut, dann werde ich jetzt noch ein bisschen mich jetzt fertig machen. Wir müssen jetzt weiter. Es hat angefangen zu regnen. Es ist recht angenehm, aber weiß Gott, wann es so schütten anfängt. Und ja, dann zeige ich euch noch ein bisschen die Gegend. Alles klar? Alles bestens. Da läuft alles im Getriebe, das ist super. Das freut mich auch, bei mir läuft kein Getriebe mehr. Wir tun die Schultern weh. Egal, können wir nachölen. Alles gut. Ja, komm. Hast ja Wasser. Okay. 5 Kilo Wasser, ja, die ölen eher das Getriebe zugrunde, aber okay. Gut, alles klar, wir müssen jetzt packen. Jetzt geht's weiter, würde ich sagen, gell? Weiter geht's. So, Schutzhütte Teil 2. Witzigerweise ist es von der Mach- und Bauart genau dieselbe Schutzhütte. Scheinbar haben die alle denselben Konstruktionsplan. Egal. Jedenfalls ist für mich heute Tuck. Ich kann nicht mehr, meine Schultern sind im Eimer. Und ja. Das war anstrengend. Also ich habe schon einiges gelaufen, aber irgendwie hat mich die Tour heute richtig mitgenommen. Ja, Leute. Dann wird es Zeit, mal hier sich ein bisschen auszuholen. So, damit ihr auch seht, dass es eine andere Hütte ist. Illegale Feuerstelle gleich ausgemacht, typisch. Aber die kümmern sich echt rührend um diese Hütten, muss man auch sagen. Also Abfallbehälter gibt es hier und. Nicht schlecht, der Specht. So, was machen wir jetzt? Irgendwie doch ganz gemütlich hier drin. Kann sich sehen lassen. Oh, guck mal da. Er verbrennt sich fast die Pfoten. Ich bin ja clever, ne? Ja, das sind wir alle, ne? Das ist von uns beiden zu erwarten, dass wir clever sind. So. Eigenlob stinkt, aber wir riechen es gern. So. Dann, ja gut. Was auch stinkt, sind meine Socken. Deswegen schlafe ich in der Hängematte. Ja, Katze, echt was erwarten, damit Katze wirklich ein ganzes Dorf ausrotten. Spaß. Ach ja, gut. Entdecken Sie Co-Out Outdoor in seinem natürlichen Habitat. Genau. Und ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich habe Rückenschmerzen, ich schlafe da drüben. So, Matratze ist, Essen, Bett, Grizzly Schnarcher. Also Leute, ich bin jetzt im Eimer. Ich kann nicht mehr. Aber gut war's. Für den Aktenvermerk. Wenn man mit Co-Out Outdoor raus und rumläuft, ist man K.O. Outdoor. Das ist wirklich so. So Leute, es ist Zeit fürs Bett. Es ist zwar erst 9, aber wir müssen morgen relativ früh raus. Und wenn es hier uns böse trifft, kriegen wir es mit richtig miesen Unwetter zu tun. Aber hoffen wir mal das Beste. Das Schlimmste hoffen wir mal ganz gar nicht. Guten Morgen, Leute. Ui, habe ich geschlafen. So, jetzt wird es aber langsam mal Zeit zum Aufstehen. Der Kollege ist da hinten auch schon wach. Oh, ich könnte noch eine Weile schlafen. Egal, Frühstück. Los geht's. Oh. Guten Morgen, Herr Kaffeemeister. Ja, okay, jetzt haben wir Feuer. Feuer? Hier. Hier ist Feuer. Ich habe Feuer gemacht. Noch nicht. Noch nicht. So Leute, wie ihr seht, wir sind gerade am Kaffee zaubern. Hoppla, fast das Gerät aus der Hand gefallen. Oh. Keep fire. Mal sehen, ob... Ja komm, hinten aufdrücken auf den Button. So, was gibt's noch? Guten Morgen. Naja, das Wetter lässt so zu wünschen übrig. Aber es ist ziemlich gut zum Wandern, dann ist es mindestens mal nicht so heiß.
Ach ja. So, Zeit zum Packen. Ja, da kommt eine richtig fette Nebelsuppe. Ich glaube, das ist das Zeichen, dass wir gehen sollen. Na dann. So, jetzt sind wir auf dem Weg. Aber guckt euch das mal an, hier ist ja tiefste Walachei hier. Egal, vorwärts geht's. Also so dicht, wie der Waldpfad hier ist, sieht man selten. Und das ist ein offizieller Wanderweg. Schön. Muss aufpassen, wo ich hinlaufe. Sonst fliege ich auf die Schnauze. Und zwar auf die Bärenschnauze. Ach ja. Schade wieder, dass es rum ist, ne? Passt. Ja. Na, wir können doch ein paar Umwege gehen, das passt doch schon. Ja, die Umwege, die machen wir ein andermal. Dann machen wir eine neue Route. Sehr langweilig. Da kriegen wir da hin. Ach, das kriegen wir hin. Ein, zwei Mal. Ja, komm. Neue Route planen. Ne, das machen wir nochmal. Das ist eine gute Idee. Das schaffen wir. Ja, jo. So, wir haben es endlich geschafft. Wir sind durch mit der Tour. Wir sind durch mit uns. Wir sind kaputt. Wir sind müde. Ich spüre meine Füße nicht mehr. Und durchgeschwitzt sind wir auch. Also, schaut bei Gorod auf seinem Kanal vorbei. Genau. Genau unten in der Videobeschreibung. Ne? Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Abo da, ein Like oder sonst was auch immer, was uns helfen könnte. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.